Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Jump World. Heute spielen wir eine schwierige Map. Und zwar mit diesen Einstellungen. Also einmal nach dem Namen Hashtag Expert gesucht. Dann wollen wir möglichst schwierige Jump'n'Runs, aber mit einer Bewertung von mindestens 4,0, damit wir keine Crap-Maps bekommen. Also schwierig, trotzdem gut, hoffentlich. Und wir wollen Jump'n'Runs, die ich noch nicht gespielt habe. So, zack. Häuserstraße, Hashtag Expert, ist da anscheinend die beste Wahl. Laut dem Algorithmus hier. Und ich bin gespannt. Müsste also ziemlich schwierig sein. Und das ist ja das, was wir haben wollen. Ich glaube, die Durchschnittszeit war... Oh Gott, ja, es ist schwierig, aber der hat geschafft. Er war 20 Minuten. Und das ist schon mal einiges. Und naja, der Plan ist natürlich, wie immer, das Ganze ein bisschen schneller zu schaffen. Was aber sehr wahrscheinlich nicht gerade einfach wird. Okay, der ist anscheinend doch nicht so schwierig. Ja, sehr gut. Leiter, Alter, die ist halt sau weit weg. Aber bestimmt trotzdem machbar, ja. War gar nicht mal so schwierig. Dann hier ganz sachte mit Gefühl. Und jetzt hier dran vorbei. Ich glaube, ich mache das so. Ah, ich weiß nicht genau. So bist du dieser Leiter. Okay, und Checkpoint. Das ist gut. Sehr gut. Vierer Sprung. Okay. Und Leiter. Bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Aber das wird sich wahrscheinlich noch ändern. So, ist das richtig? Ich glaube schon. Ja, noch ein Vierersprung. Das Ganze besteht einfach nur aus Vierersprüngen. Naja, nicht wirklich. Aber da gibt es schon einige von. Und auch aus sehr wenigen Checkpoints. Okay. Aber ist trotzdem machbar. Haben 4% geschafft, oder? Oder nur 2? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas in die Richtung. So, wo lang? Achso, hier ist ein Checkpoint. Wo? Checkpoint? Pfeil. Hä? Wo ist hier ein Checkpoint? Ich sehe keinen Checkpoint. Komisch. Das bedeutet, es gibt keinen. Und ich glaube, dass ich dort oben auch nicht wirklich weiterkomme. Deswegen gehe ich nach hier, oder? Also, ich sehe da echt nichts. Wahrscheinlich wurde einfach vergessen zu platzieren. Naja. Oder die wollen mich ein bisschen verarschen. Und haben mir ein bisschen Hoffnung gemacht. So, okay. Oh, das ist natürlich nicht ohne. Also, letztens habe ich es ohne Sprint gemacht. Deswegen mache ich es wieder so und es funktioniert nicht. Oh Gott. Na gut, das dauert jetzt wieder ein bisschen, weil ich ziemlich weit zurückgeworfen wurde. Aber jetzt weiß ich immerhin, wie das Ganze funktioniert. So halb. Okay. Nee, da ist es auch nicht gerade einfacher. Ja, doch mit Sprint. Ah, dann springe ich zu weit. Okay, sehr gut. Das war ohne Sprint. Und das hier ist jetzt... Oh nein! Rechts gegen geknallt. Mist. Also doch nicht machbar. Ja, vielleicht muss man da wirklich nochmal um die Ecke springen. Wobei das dann natürlich nochmal schwieriger ist. Na gut, aber ich komme relativ schnell wieder an die Stelle. Deswegen dürfte es kein Problem sein. Hoffentlich. Ja, wie man sieht. 9 Fails. 10 Fails darf ich haben. Dann höre ich auf. Nein. Natürlich nicht, weil ich werde eh viel mehr haben. So, hier hätte ich durchspringen können. Oder auch sollen. Denn so wird das nix. Okay. Aha. Hier auch nochmal mit einem Vorsprung. Oder direkt nach rechts. Nee. Das machen wir so. Und dann mal gucken. Also fast ganz nach vorne, ein bisschen zurück. Und dann so. Ja, das ist gar nicht schlecht. Aber funktioniert auch nicht immer. Leider. Aber trotzdem werde ich es so versuchen müssen. Oh Mann. Doch nicht so einfach. Ups. Mit
Ja, mit ohne Vorsprung. Oder mit Anlauf. Dann mache ich es weiterhin so. Okay. Okay. Ja, nee, ich mache das von hier. Muss halt nur aufpassen, dass ich nicht zu nah rechts rankomme. Okay, sehr gut. Und Checkpoint. Perfekt. Da unten. Smiley. Okay. Geht das hier? Ja. Sieht so aus. Vierersprung. Wer hätte es gedacht? Oh Gott, das ist natürlich echt hart. Das ist nämlich noch mehr als ein Vierersprung. Oh, aber geschafft. Natürlich. Und ich könnte theoretisch schon bewerten. Aber nein. Machen wir gleich. Okay. Aber bisher gefällt es mir auf jeden Fall ganz gut. Ist halt... Ja, ist irgendwie wenig, ne? Weil man so lange braucht für die ganzen Sprünge. Aber... auf jeden Fall nicht schlecht. So, das ist jetzt blöd. Ich hätte das gern beim ersten Mal geschafft. Aber nein. Verdammt. Okay. Mann, das ist körperlich sogar echt anstrengend. Weil man... Je schwieriger die Jump'n'Runs werden, desto härter kloppt man auf die Tasten. Das kann man sich auch irgendwie schlecht abgewöhnen, glaube ich. So, stimmt, das hier war der harte, wobei der eben funktioniert hat, ja. Und jetzt schon wieder. Das ist ganz schön. So. Ja, wie machen wir das hier? Wir haben mit Anlauf. Das heißt, ich müsste ja eigentlich so ein bisschen nach rechts. Kann ich sprinten? Theoretisch kann ich das. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob das die beste Idee ist. Aber es hat funktioniert. Okay. Oh, da ist schon das Ziel. Gut, wie machen wir das jetzt? Hier hoch? Ne. Ja, wir müssen schon an die Leiter, ne? Oder, ne, ich glaube, da knallen wir irgendwie gegen. Ich glaube, wir müssen so ein Stück nach vorne und dann nach rechts. Mit Vorsprung? Ne. Nein! Ugh. Okay, aber unter 10 Minuten schaffen wir. Das ist das Ziel. Da haben wir nämlich die Hälfte von dem, was der Durchschnitt geschafft hat oder gebraucht hat. Und das lässt sich ja schon mal sehen. So. Okay. Mal gucken, ob wir den jetzt auch schon wieder beim ersten Mal schaffen. Oh, also wundert mich echt gerade. Aber okay, nehme ich. Oh, das war knapp. Okay, dann so wie eben. War es auch eben knapp, weil ich fast links gegen geknallt wäre. Aber es hat funktioniert. Ja, und es hat auch wieder funktioniert. So, wie machen wir das jetzt? Doch so vielleicht? Oder ja, vielleicht sogar direkt nach da oben? Ich bin mir echt nicht sicher. Aber ich würde sagen, so. Das ist nicht ohne. Okay, also der ist wirklich doch nicht so schwer. Wie er aussieht. Okay, und wieder hier. Ja, vielleicht doch noch da? Ich mach's jetzt einfach mal. Okay, das war ziemlich einfach. Danke, dass du unser Jump and Run gespielt hast. Erwartet von Tobias 3-4 und Only Nervous. Okay, und 2H4M hat nicht mitgebaut, obwohl er der Bau war. Na gut, Baudauer ca. 6 Stunden, bewerten nicht vergessen. Doch, ich denke schon. Aber na gut, bewerten. Wir bewerten. Wir gucken es nochmal an. Oh, was steht hier? Secret. Geil, Alter. Deswegen kriegt schon mal 6 von 5 Punkten. Ja, war auf jeden Fall sehr schön, finde ich. Und die haben auch darauf geachtet, was ich sehr wichtig finde, dass man die Außenwelt hier nicht sieht, diese ganze Graslandschaft. Also bekommt es optisch schon mal 5 von 5. Auf jeden Fall sehr, sehr hübsch geworden. Kreativ war es auch. Ja, ist halt auch Optik irgendwie so ein bisschen, ne? Ich würde, glaube ich, kreativ und also Kreativität und Sprünge ein Gut geben. Waren zwar, also schwierige Sprünge, was ich ganz gut fand, aber
auch zum Beispiel keine Slimes, kein, weiß nicht, Creeper-Boos, keine bewegten Blöcke oder so. Und deswegen nur in Anführungszeichen ein Gut. Aber hat mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Würde ich sagen. Ja, und damit war es das auch. Wir haben 8 Minuten gebraucht. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz, wie das hier aussieht. Okay, machen wir alles weg. Stimmt, das zuletzt gespielt und noch nicht gespielt. Das passt natürlich nicht sehr gut zusammen. So, Häuserstraße. Ah ne, 13 Minuten. Ich habe 20 gedacht. Ja gut, dann mit 8 Minuten bin ich nicht unter der Hälfte, aber auf jeden Fall unter dem Durchschnitt. So, Fails 145, da habe ich nur 34 gebraucht. Und sonst gibt es nichts zu sehen, glaube ich. Nö, okay, dann war es das mit dieser Folge Minecraft Jump World. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!